Die vergangenen Bundespräsidentenwahlen 2016 in Österreich waren für mich sehr spannend. Meines Erachtens haben die Wählerinnen und Wähler mit ihrer Entscheidung auch ausgedrückt, was sie für eine Sorgen haben. Es geht, so wie ich es sehe, vor allem auch um die Furcht vor Gefahren von außen. Ich weiß, dass viele Österreicherinnen und Österreicher und auch Europäer fürchten, dass zu viele Muslime zuwandern. Meines Erachtens geht es da auch um einen Schrecken vor einer Überherrschaft von Muslimen in Europa. Soviel ich weiß, sagt das Heilige Buch der Muslime, der Koran, dass alle Muslime zu einem Dschihad aufgerufen sind. Dabei geht es übersetzt um eine heilige Anstrengung, um einen Kampf, um einen Krieg im Sinne von einer Verbreitung des Islam auf der ganzen Welt. Je nach Auslegung soll diese Verbreitung mit Gewalt oder ohne Gewalt geschehen. Mir kommen dabei auch die Worte Jesu in den Sinn, der zu denen gesagt hat, die an ihn glauben, geht in die ganze Welt und verbreitet meine Botschaft. Ich bin froh, dass wir Christen im Großen und Ganzen im Lauf der Geschichte draufgekommen sind, dass wir niemanden unseren Glauben aufdrängen dürfen, dass wir unseren Glauben nur mit Leben und mit Worten weitergeben dürfen. Und ich hoffe, dass wir Christen immer mutiger zu unserem Glauben stehen und ihn auch bekennen, in unserem Alltag, in der Arbeit, im öffentlichen Leben und in der Freizeit. Und ich hoffe, dass wir das tun mit unserem Leben und mit Worten und dass wir so anderen sagen, ich glaube an den einzigen wirklichen Erlöser aller Menschen, an Jesus Christus.